Herzlich willkommen wieder zur neuen Part von Super Mario Bros. 2 auf meinem Kanal. Das zocke ich jetzt. Euer Klaus, Tyler, immer wieder in Action. Und wir geht's weiter mit Toad in World 2 in der Wüste. Sahara, wir treffen vermutlich auch Ramses. Rammel-Ramses, eventuell. Mal schauen. Und Toad, ja, Toad ist auch ein ganz besonderer Charakter. Er sieht zwar klein aus, aber oho. Der kleine Muskelpaket hier hebt die Gegner und alle ansonsten schweren Dinge blitzschnell hoch. Also den kannst du wirklich sagen, klein und oho. Also der ist hier bei dieser Welt sehr zu empfehlen, sag ich mal. So, warte mal, ja, hab mir schon gedacht, du jetzt direkt schießt, wenn ich dahin will. Ach, du bist ein kleiner Geier. Nee. Hab ich schon erwähnt, dass das Spiel mich mag? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich hab's nicht oft genug erwähnt. Schalgeier ist besiegt. Schlange, ich bin anstatt zu ducken geblieben, bin ich einfach gesprungen. Yay! Fängt der Part doch wieder richtig schön an hier. Weg Freude für die ganze Familie hier wieder. Von meinerseits. Und krähe halt die Klappe. Du denkst. Mann! Doch mal auf, mich hier abzulenken gehen. Ja, du mich auch. Hoffentlich hat man das jetzt nicht gehört. Im Hintergrund hat da gerade eine Krähe an meinem Fenster vorbeiflogen und jetzt mal angekräht hat. So, so, das wieder raus. Komm her, du kleiner Schmörmel, du, hä? Glaubst du gleich, wie du wärst, ey? Hau ab, da! So, jetzt muss ich überlegen, grad war der Kind in der Mitte, ne? Wann jetzt nimm mal die Flasche? Flasche? Na egal, gibt's auch keine Münzen. Hab ich auch kein Problem jetzt mit den einarmigen Banditen, ganz ehrlich. Aber wie ihr seht, in der Schattenwelt wird auch das wiedergeben, was hier zu sehen ist. Treibsand, da möchte ich mich nämlich nicht unbedingt reinfallen, danke. So, jump on. So, jetzt müsste irgendwo dieser flammenspuckende Heini hier sein. So, tschüss, chill mit Ö. So. Na, Schalgei, Williams Vegas, nehme ich dich mal mit. Signal hier den Snake hier mal knutschen. Huch, da kommt direkt ein Stern. Nehmen wir es jetzt schlecht mit. Brauchen wir zwar jetzt nicht großartig, aber naja. Lassen wir mal so stehen. So. Das ist der Grund, warum ich Toad hier nehme, weil hier kann man sehr schnell mit Toad schön hier graben. Bin ich doof, oder? Ist der genauso lahmarschig wie als alle normalen? Ja, moin. Okay. Wieder habe ich was verwechselt jetzt hier oder so? Oder die er hebt doch nicht so schnell hoch. Da kann ich ja doch Luigi doch gleich noch nehmen. So, mal kurz. Ah, perfekt, so muss ich das machen. Ach, guck mal. Okay. Ups. Fucci hier durch. Ab so Birdo. Ich glaube, hier ist die, glaube ich, jetzt rot. Ne, das ist normal noch. Ich könnte mich entsinnen. Ja, okay, vielleicht verwechsel ich da wieder was. Aua, übrigens nochmal. Nee! Na komm, spuck deine Eier. Bin auch lustig angepasst mit dem Yoshi im Geräusch. Na, ja, wie sie das ausspuckt, so. Schön mit Ö, ja, mit der Kristallkugel. Oh, keine Münzen. Das war sowas von schlimm für mich gerade. Hust, hust. Ja, okay, dann hat sich ausgestellt, dass Toad doch nicht so wichtig ist hier. Dann kann Luigi auch mal was mitmachen hier. Luigi hat, naja. Was soll ich sagen? Luigi kann halt gut jumpen. Man sieht's ja. Also seiner Größe entsprechend kann er sehr hohe Sprünge machen. Das macht ihn sehr gut aus. Bei manchen Levels, wenn man das, ja, weiß. Man sah voll, wie ich den auf die Nase landete, aber wurde seltsamerweise als Hit an mir angesetzt. Danke, Spiel. Du bist ja echt wieder freundlich zu mir. Mal kurz noch, dass hier der Pilz auftaucht direkt. Ich habe auch heute kein Glück mit diesem Spiel und ich glaube, jetzt muss ich springen, weil da der Drecks-Tiny von einer Schlange. Ups. Ja, kommst du so zu mir. Warte mal, ich muss glaube ich. Oh, jetzt kommt da nochmal eines aus. Warte mal. Ich kann ja das Spiel so setzen, dass ich die wieder habe hier. Oh,
wieder der Pilz gewesen? Oder wie jetzt? Hier war kein Pilz. Pilz, wo ist denn der Pilz hier zum Geier? Also ich jetzt hier ganz, ganz komisch hier an dem Spiel. Also ich verstehe nicht, was das Spiel wieder mich hier ärgern will. Hat man den Stream auch mal gehabt, dass ich nicht wusste, dass der Pilz hier nicht irgendwo anders war? Ich glaube, da war er nur... Ja, toll. Aha. Ja, die vom Himmel kenne ich noch aus dem Mario Bros. Super Show Song. So, jetzt schauen wir ein bisschen hier. Warte, ich glaube, hier kommt, glaube ich, hier so ein beknackter Kaktusgegner weg an. Oh, warte mal. Der treibt halt nicht sehr schnell hier. Ah, ne, war doch nicht der Fall. Ja, war klar. Du bist doch ein Drecksgegner. Manchmal. So. Jetzt mal One Up hier zum Auftauen wieder. Und so. Hallo, lass die Bombe fallen. Bist du des Wahnsinns, Luigi? Boah, der macht mich wieder. Boah, lalala. Mensch. Luigi. Warte mal. Oh, Kürbis. Den würde ich auch nicht haben. Ah, wo ist jetzt hier wieder? Ah, in der Mitte natürlich. Yay. Bleib aber auch diesmal groß, ne, Luigi? Bist du so nett zu mir und bleibst jetzt lieb? Groß und so. Nein, aber jetzt mal kommen die Scheigers mir auf den Keks fallen. Warte mal, hier war doch. Nee, doch nicht. Tschüss. So. Zack, zack. Oh, da. Jetzt ist die Kugel übersehen. Den Gegner habe ich gemeint. Oh, warte mal. Einfach hier unten treffen. Dann haben wir direkt alle vier von dem weggeklatscht. Uiuiui. Also hier werden noch ganz schöne tiefgelegene Sachen geschossen. Klatsch. Ah, warte mal. Ich muss so laufen. Durchrennen. Ab durch die Bohnenranke nach unten. So. Ja, tatsächlich. Alle Fäden gleichzeitig sind hoch. Finde ich ein bisschen komisch gerade. Also ich musste mal gleich mal nochmal in die NES-Version gleich mal reingucken. Ah, warte mal, hier wird es ein bisschen belagert. Hier auch. Zack, 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 zack. Ach, der flieht direkt natürlich, weil er weiß, dass er gleich auf ihn blüht. Hallo. Ja, da finde ich auch ein bisschen doof mit dem Sand. Du musst nach ein bisschen nach Viereckvorgaben gehen, weil du kannst nicht genau zwischen beide Sender hier graben, wie man hier sieht. Drück auf die Y-Taste. Muss erst ein Stück vorgehen. Man kann nicht beliebig graben, so genau. Jetzt muss ich überlegen, ob ich den richtigen Weg hier finde. Oh, lass mich mal durch hier. Ja gut, war richtig gegraben. So. Da ist es der rote Birdo. Hat jetzt auch eine besondere Vorgabe. Er spuckt jetzt nicht nur Eier, er spuckt jetzt auch Feuerbälle. Deswegen aber als kleine Beihilfe für diese Pilzblöcke hier. Die man auch gut. Ja, okay. Guten Schaden macht. Das heißt jetzt nicht. So, seht ihr? Das meinte ich nämlich. Na, schade. Na, warte, komm dann. Laufen wir ein bisschen nach Vorgabe. Nehmen ein paar Pilzblöcke. Genau. Die fallenden Dinger können mich jetzt auch beschädigen neuerdings. Tolles Spiel. Gut zu wissen, dass ich euch immer noch zeige und ihr wisst, was das hier passieren kann. Ja, also bei meinen Let's Play werden so viele Sachen gezeigt, wo man manchmal denkt nur, okay, das ist wirklich so der Fall. Und zack. So, wir verziehen uns jetzt hier rein. Oh, ich habe tatsächlich noch Münzen gesammelt. Hey, wow. Hust. So unbedingt. So, gut. Ja, warte, ich muss gerade mal nachzählen. Müssen wir es nachzählen? Das ist nicht so gesehen. Luigi wieder nehmen.
Hast einen Doppellossack gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. So. Ah, genau. Hier war ja noch mal was. Ah, nee, warte mal. Ich musste, glaube ich, erstmal da drüben die Flasche holen. Hier. Genau, so war das. Da hier befindet sich der Pilz. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Und da drüben suchen lohnt sich nicht. Zack. Da. Nehmen wir noch den. Jetzt können wir noch mal hier schön. Hopp. Oh, hier hast du einen Kürbis. Warte mal, ich kann aber trotzdem mal nachchecken, ob da wirklich kein Pilz war. Kann ja alles möglich sein. Wow. So, warte mal. Okay, war kein Pilz. Jetzt haben wir hier auch keinen Pilz. Hier kann man gut mit Luigi jetzt hochjumpen. Zack. Nämlich nicht hier. Ah, hier war doch, glaube ich, ein Pilz zu finden, glaube ich. Doof, nur eine Sache ist, wo ist die scheiß Flasche schon wieder hin? Ja, war klar. Nehmen hier. Da ist der Pilz. Okay, nur noch muss man nochmal Münze mit. Und ich muss mal kurz einen Schnitt machen, weil mein Magen gerade mich ärgern will. Selbstverständlich. Man kennt mich bei mir irgendwie. Hahaha. Ich bin gleich wieder da. Moment kurz. So, ich hatte mal hier, glaube ich, einen Schnitt gemacht an diesem Part. Und befinde mich aber noch in der letzten Welt von Welt. Ja, bin ich immer noch. Und, fängt ja schon wieder gut an hier. Hatte mal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen lange her, dass ich jetzt wieder weitermache hier. Ich hatte, glaube ich, irgendwie einen Abbruch hier gemacht wegen irgendwas. Weiß der Geier warum? Vielleicht musste ich da mal kurz weg. Oder auch nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich werde jetzt auf einfach weitermachen, so wie es jetzt ist. Und genieße einfach mal ganz gechillt diese Welt hier, wo ich immer noch wieder was sagen musste, mal wow, wow, wow. Echt toll, was sie da mal hier gemacht haben. Im Vergleich zu der NES-Version noch hier, wo der Hintergrund einfach nur nichts war. War einfach nur blauer Hintergrund, weil ich mich noch entsinnen kann. Und hier einfach immer wieder wunderschön gemacht mit der sternenklaren Nacht hier. Vollmond hat man, glaube ich. Ne, Halbmond hatten wir dann gehabt. Ach, du heiliges Ei. Ich gehe wieder weg. Ich gehe ja schon. Ja, ich gehe ja schon rein. Hau ab, du hässliches Porky, ey. So, das ist so ein Shy Guy und ich bin aus weggeflutscht auszusehen. Ja, moin. Ach, ein Powerblock. Hier, gönnt euch. Krieg ich noch ein Herz? Ja, toll. Das mag ich auch manchmal in diesem Spiel. Und dein Herz genau da mal spawnen lässt, wo du überhaupt gar nicht rankommst. Manchmal mag ich diese Spiele, manchmal so von gerne. Glaubt mir kein Mensch. Ach ja, jetzt geht wieder die Grab-Freude hier wieder los. Yay. Yay. Mach hier die Luigi-Stimme nachher. Yay. Und hast du dich gesehen? Ja, toll. Ich mach wieder das, was ich mal nicht machen sollte. Ja, moin. Moment, ich muss mich mal kurz hier durchgraben, bevor der Scheiger mir auf den Schädel jumpt. Ich muss gerade was anderes sagen, aber zum Glück habe ich ja das nicht gesagt. Oh, warte mal. Abräumung. Hui, jetzt ist unser Stern wieder weg. Ja, der Stern hält nicht lange hier. Das fand ich auch ein bisschen leicht schade hier bei dem Teil. Dass die Sterndauer hier halt sehr, sehr, sehr angegrenzt ist. Hat man nur durch gut Glück. Ups. Und zack. Ja, den krieg ich doch nicht. Aber ich nehme die Kirsche. Ja. Ich reg mich nicht mehr auf über die Herzen. Das ist immer so eine Frage für sich. So. Ich geh rein und jetzt kommt Mr. Maskman und will mich wiederholen. Ja, hi, wie geht's? Ich will mal da lang gehen. So, versucht er mich zu kriegen. Upsala. Ja, kriegst du mich? Kriegt er mich? Oh, er gibt mir noch sogar. Wow, wo bin ich denn gelandet? Willst du mich holen? Hier bin ich. Wuhu. Kriegst mich nicht. Ja, schön mit Öl. Flachpfeife. Mein Herz. Oh, verdammt. Ich muss mal wieder nachfüllen.
Das wäre uns uncool. Na, ich brauche jetzt nicht unbedingt hier die. Muss ich? Brauche ich den? Ich brauche schon wenigstens mal ein paar Herzen wieder. Sonst habe ich ein Problem hier. Guck mal wieder mal ein Herzen mich hier. Hallo, Herz. Ein Herz für mich. Oder auch nicht. Guck mal, ja. Musst du mal eben deinen Kollegen mal Hi sagen. Da kommt mal jetzt mal ein Herz hier für mich. WTF? What the? Heiliger Spaghetti-Klempner. Was ist denn jetzt hier los hier? Kriege ich jetzt hier gar nichts, oder was ist los mit euch hier? Finde ich auch nicht gut von euch. Moment hier. Ein Moment hier. Komm jetzt, rück mein Herz raus hier. Sag mal. Also, manchmal hat das Spiel echt einen anderen Murmel, frage ich mich jedes Mal. Komm her. Oh, jetzt rück ein Herz raus. Ja, sag mal. Ist jetzt auf den Herzstreik gegangen, oder was ist mit dem Spiel los hier? Bis noch, dass er mich jetzt noch trifft und ich noch klein werde. Ja, oha, ich rede gerade noch davon. Ich provoziere es gerade noch regelmäßig doch dazu. Ich trotzdem mal hier rein. Mal gucken, ob hier was Interessantes ist. Natürlich nicht. Moment mal. Ich habe eine Idee. Warte mal, ich gehe noch mal hoch und ich werde rein. Nehme ich hier den Block hier mal kurz mit. Ich brauche schon. Ich will. Ich meine, er wird jetzt kein schwerer Gegner sein, aber sicher ist sicher. So, komm jetzt. Na, endlich. Also drei Herzen sind mir da ein bisschen lieber. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Krümmel dich. So, Kristall. Nehme ich noch mit. Wunderschön. Okay. Auf die Schotte. Nein, jetzt kommt unser. Glaube ich. Bei dem ich leider den Namen wieder vergessen habe, leider mal wieder. Ja, wie gesagt, dumme eine Sache ist ja, warum man die Namen manchmal bei mir vergisst, ist einfach nur, du triffst die Gegner halt nur einmal in deinem Leben im Spiel und danach nie wieder. Ja, diese dreiköpfige Schlange, die auch ein bisschen farblich verändert wurde, weil in der NES-Version war der rot. Da kann ich mich noch sehr gut noch erinnern, das so. Keine Ahnung, warum sie ihn jetzt grün gemacht haben. Eigentlich sind die anderen Schlangen ja auch alle rot gewesen, aber der komischerweise, der Geselle, haben sie irgendwie grün anlaufen lassen. Ob ich auch nicht stört, weil ich hau ihn jetzt direkt weg. Boah, tschüss. Gut. Damit wäre wohl Welt 2 abgeschlossen. Ja? Oh, ich hab tatsächlich noch Münzen gesammelt. Wusste ich gar nicht. Oh, okay. Von ab kann man immer gut leben. Extra Life. Na ja, klar. Gib mir kein Herz. Puh, kein Leben. Ja, wie gesagt, ich werde nicht mit Peach und Toad spielen, weil, wie gesagt, die interessieren mich nicht. Sorry. Du wirst so immer entführt. Du quakst nur rum. Und ich bin so nochmal typisch Klempner-Fan. Naja, selbst handwerklich auch als Klempner nochmal tätig. Gut. Nächsten Welt geht's dann weiter mit Mario dann in aller Frische. Und dann sage ich nochmal, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Super Mario Bros. 2 bei Super Mario All-Stars. Bis dann, liebe Leute. Bye, bye. Tschüss.